Freunde! Gut, muss meine Hand da. Hallo. Wir gehen wieder mal spazieren. Das Wetter ist endlich wieder schön. Ja. Und wir wollen unbedingt irgendwie raus und laufen. Ja. Die Hunde natürlich auch. Und jetzt krieg ich einen Lagerkoller. Ja, wir probieren heute das erste Mal einen Kinderwagen aus. Mit Inhalt. Und ja, lasst uns rausgehen. Ganz schön was los hier draußen. Ja. Alle ganz geschäftig. Ja, ist ja auch ein Wochentag, weißt du? Ja. Nur wir sind faul. Faul ist gut. Wir kümmern uns für Nachwuchs und für diese Welt. Jawohl, dass wir nicht aussterben, haha. Genau. Sehr gut. Aber so schön hier. Oh, tut das gut. Ja. Rauskommen ist uns gar nicht so schlecht. Hunde freuen sich auch. Schlimm. Man wird dann so faul und liegt dann nur noch rum und macht nichts und ist so nix fähig irgendwie. Aber wenn man dann mal rausgeht und sich mal den Schwung gibt, rauszugehen, tut das gut und dann ist man wieder fit. So, ich lasse mal die Hunde los. Lass die Hunde los! Amy, komm her. So. Leo, du auch. Warte. Und hab hier endlich mal wieder laufen. Wie schön. Steht dir übrigens sehr gut. Ja, finde ich auch. Bram, bram! Ich mag Dinge mit vier Rädern. So, kleine Pause. Ach, schön hier. Ja, der Platz ist eigentlich voll süß. Ja. Der Baum oben drüber. Steht da jetzt schön im Schatten. Wir sitzen im Schatten. Die Hunde können, wenn man sie sieht, können ein bisschen laufen und spielen. Vielleicht kann ich eine kleine Pause machen. War schon viel jetzt, gell? Ich bin noch nicht so ganz fit. Das war jetzt nicht mega weit, aber boah, es geht halt auch die ganze Zeit leicht bergauf. Ja. Schon nach so einer Geburt ist man immer noch ein bisschen instabil und Kreislauf und vielen liegen auch. Und Puste so. Geht aus. Mhm. Aber es tut gut. Ja. Und der Kleine schläft ganz friedlich. So. Dann sitzen wir mal noch ein bisschen hier. Ja. Das Wetter, die Hunde fressen Gras und spielen. Schön. Genießen die Aussicht. So, jetzt geht's wieder zurück. Jetzt darf sie schieben. Und wie fühlt sich's an? Fühlt sich gut. Fühlt sich gut an. Siehst doch happy aus. Mein Kopf wackelt so, das sieht so brutal aus, aber scheint ihm zu gefallen. Ja, er hat jetzt die ganze Zeit geschlafen, also ja. Scheint ihm zu gefallen. Voll süß. Apropos. Der Kleine ist jetzt eine Woche alt. Voll cool. Guck mal, ich habe schon angefangen mit Erinnerungen. Können wir nachher noch ein paar mehr draufschreiben? Was hast du denn schon geschrieben? Na, dass er am Mittwoch, 17. Juni, geboren ist. Quatsch, Blödsinn, dass heute Mittwoch der 17. Juni ist. Und er am Mittwoch, den 10. Juni, geboren ist. Und dass er am Freitag, 12. Juni, nach Hause durfte. No. Da schreiben wir dann noch irgendwas drauf, was uns so einfällt. Wie, heute war meine erste Fahrt im Kinderwagen oder sowas. Oh, wie schön. Ja, okay. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Bestimmt. Die Sonne hat gescheint, kannst du schreiben. Ja, schönes Wetter, wir sind im Kinderwagen. Die letzten paar Tage war ja eher nicht so tolles Wetter. Ja, nicht so toll, es war Dauerregen ohne Ende. Ja. Da war auch mit rausgehen nichts. Weg, weg, geh weg, geh bloß weg. Deshalb, ja, die sind fies. Deshalb wir uns natürlich sehr freuen, dass wir jetzt mal rauskommen. Ja, das tut gut und es scheint auch ihm gut zu tun. Mhm. Wie friedlich er schläft. Na gut. Wir brummen mal nach Hause.